Meine Damen und Herren, über Kunst zu sprechen, ist natürlich ein ziemlich komplexes Thema. Und als alter Beuys-Schüler gehe ich auf Beuys ein, der gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler und Kunst kommt nicht von Können. Das ist die Voraussetzung, eine Reise mit Hafermann zu machen, weil ich sehe in jedem Menschen auch das Potenzial, sich mit Kunst auseinandersetzen zu können und auch daraus zu schöpfen. Denn Kunst hat ein unglaubliches Spektrum, es muss nur erweckt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man auch die Sprache der Menschen spricht, die Kunst betrachten. Ob ich nun eine Reise mit Kunsthistorikern mache oder mit Menschen, die sich vorher mit Kunst nie beschäftigt haben, ist ein ganz großer Unterschied. Aber man muss einfach auch gucken, wie die Leute sprechen und denen kann man dann auch die Kunst zuführen. Meistens sind es Schwellenängste, die die Menschen haben, um sich mit Kunst zu beschäftigen. Aber wenn sie einmal diese Schwellenangst überwunden haben, dann sind sie bereit und sie werden dann auch ganz schnell feststellen, dass Kunst eine sagenhaft wichtige Sache ist, die trösten kann, die Spaß machen kann, die vor allen Dingen aufregend ist und man kann nie genug davon bekommen. Das ist meine Aufgabe und ich bin ganz begeistert, mit den Leuten so zu arbeiten, weil man bekommt sehr, sehr viel Rückkopplung und ich freue mich darüber, dass ich das machen kann.